Seattle, Tag 2. Tja, nach der schönen Rückblende aus dem letzten Part, wo wir Ellie und Joel an Ellies Geburtstag in einem Museum gesehen haben, sind wir nun wohl wieder in der bitteren Realität und der Gegenwart von The Last of Us Part 2 angekommen. Die Frage ist, was waren das gerade für Funkgeräusche? War das Dina? Also zumindest ist sie nicht mehr hier. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Weil das wäre jetzt ganz bitter. Ah, okay. Ist wieder am Kotzen. Verständlich. Ach, deswegen hat sie auch bei den Pferden gekotzt, wegen der Schwangerschaft. Ah. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das... Das war dumm. Verluste gemeldet in 14. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Bewaffnet. Männliche Eindringlinge? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Dina? Ja. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon.
Okay, Hillcrest. Bin ich hier richtig? Definitiv richtig. Hört sich ganz danach an, ja. Das muss Tommy sein. Scheiße. Immerhin lebt er noch. Und es war eindeutig die richtige Entscheidung, sich vom Diener vorerst zu trennen. Sie kann so in dem Zustand nicht weitermachen und muss ja auch nicht nur auf sich, sondern auch auf ihr Kind aufpassen. Dafür habe ich auf jeden Fall vollstes Verständnis. Aber das macht es für uns natürlich jetzt gefährlicher. Kein Support mehr. Sollte was schief gehen. Naja, dann schlage ich vor, passen wir noch ein bisschen besser auf, wa? Gut, die Scheren kann ich nur für eine Nahkampfwaffe gebrauchen. Leider habe ich aber keine Nahkampfwaffe. Mist. Ich hoffe, ich finde eine, dann kann ich die schnell upgraden und die Schere hier aus der Schublade mitnehmen. Ich versuche einfach mal den Ort zu merken. So, dann gehe ich doch nochmal hier außen rum, weil da war ja noch was. So, schwupps. Was haben wir hier? Auch ein bisschen was an Stuff. Und ich kann wohl was upgraden. Ja, ich sehe jetzt aber noch keine Notwendigkeit. Ich glaube, ich spare. Und konzentriere mich jetzt erstmal auf die Erkundung. Wir werden ja bestimmt noch einiges finden hier in Hillcrest. Kann es sein, dass das der Ort aus der ersten Gameplay-Demo ist, die man so gesehen hat von den Preview-Events? Wenn ja, dann kommen jetzt auch bald die Hunde ins Spiel. Oh nein! Bear your fangs! Auch das könnte ein kleiner Hinweis sein. Sie halten uns für Schafe. Zeigt die Zähne. Kommt zur Washington Liberation Front. Nö. Munition. Immer gern gesehen. Hier könnte es noch ein paar Snacks geben, oder? Ach, bevor ich einfach so lange drauf starre. Genau. Einfach einschlagen und abchecken. Kein Snack, aber dafür eine Flasche. Auch das nicht unwichtig. Hier in dieser alten Wäscherei. In der es sehr, sehr viele blutige Hemden gibt. Nee, ich glaube, es gibt Wichtigeres in einer Apokalypse als Mode. Ich will damit niemandem zu nahe treten, aber würde mich um was anderes scheren. So, apropos Schere. Also hier war die drin, ne? Okay. Ich versuche es nochmal zu merken. Hier bei diesen Rules. WLF-Regeln müssen befolgt werden. Erstens, allen Anweisungen von WLF-Soldaten ist Folge zu leisten. Zweitens, Fedra-Kollaborateure werden exekutiert. Drittens, für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Viertens, die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Das werden wir ja sehen. Darf ich mal fragen, wie Ellie hier rübergekommen ist? Logikfehler! Klar, sie müssen das Gebiet irgendwie abgrenzen, aber that's weird. Ha! Wie geil ist das denn? Gerade habe ich gesagt, es gibt was Wichtigeres als Mode. Und wo sind wir jetzt? In einem Modeshop. Oh, abgeschlossene Tür. Okay, die lässt sich dann ja vermutlich wieder von hinten. Da geht's runter. Alles klar. Check ich gleich ab. Einen Moment. Vielleicht finde ich doch noch eine schöne Bluse. Ja, so wenn schon, dann schon. Ich meinte nur, ich würde mich jetzt nicht auf den Weg machen, mit der Intention, mir neue Kleidung zu holen. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, weil wir gerade zufällig da sind, ey, dann gerne. Auch hier geht's noch rein.
Oder nee, warte mal, das ist... Ist das nicht da, wo wir gerade waren? Nein, kann nicht sein. Ich bin noch jetzt auf der anderen Seite. Das ist also der Shop nebenan. Eine Bäckerei oder sowas. Ich liebe es, das zu erkunden und dann gleichzeitig herauszufinden, was das mal war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Bäckerei ist. Könnte sein, muss aber nicht. Hier ist noch Alk. Weitere Schere. Oh, das triggert mich gerade, dass ich die nicht mitnehmen kann, Mann. Okay, dann schaue ich doch jetzt mal auf die Zusätze, weil vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was ich mit Scheren anfangen kann. Rauchbomben anfertigen, ja siehste. Schockbomben werden zu Rauchbomben, die eine Rauchwand erzeugen und dem Gegner die Sicht blockieren. Oder mehr Bewegungsgeschwindigkeit in Bauchlage. Ja, ist beides eigentlich ganz nice, aber ich habe jetzt Bock auf die Rauchbomben. So, zeig mal her. Brauche ich dafür Scheren? Ich wüsste zwar nicht warum, aber vielleicht. Ja, Rauchbombe. Nö. Ist das auch ein direktes Upgrade? Ich glaube schon, oder? Also die Schockbomben sind jetzt alle zu Rauchbomben geworden. Haben wahrscheinlich dann denselben Effekt. Weil, klar, Gegner sind gestunt. Aber zusätzlich ist es halt noch alles in dichtem Nebel gehüllt. Sodass Gegner in der Nähe nicht wirklich eingreifen können. Ja, das ist doch schön. Gefällt's dir nicht, Ellie, oder warum das... Ich glaube schon, dass uns das helfen kann. So, was ist hier? Da ist das Lager. Mit einer Werkbank. Mhm. Dabei gab es ja vor kurzem erst eine. Und seit wann muss ich wieder schütteln, um die Taschenlampe aufzuladen? Das war im ersten Teil häufiger der Fall, aber hier bis jetzt zweimal. Das ist nicht schlecht. Was ist denn das hier? Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der beste Klickerkiller in der ganzen Konzert. Okay, das ist irgendwie cool. Da ist ein Kind sehr stolz auf den Vater. Ist das sein Preis? Boris Legaslov. Sunwell Bogenschießen, erster Platz. Okay. Warum finde ich das hier? Boah. Also, dass wir mal den Luxus erreichen, ständig voll zu sein und dass ich mich so ärgern muss, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich einige Sachen nicht mehr mitnehmen kann. Das macht mich voll traurig. So, es gab zwar eben erst eine Werkbank bei den Champlern, aber gut. Ich hätte halt gern dieses Zielfernrohr, aber dafür reicht's nicht. Nee, da spare ich jetzt auch drauf. Also da bleibe ich jetzt hart. Das Zielfernrohr will ich haben. Ellie als Sniper. Ein Traum. Gut. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Schrauben hier in der Gegend. Es gibt ja offensichtlich einiges zu erkunden. In diesem Vorort. Der bis jetzt gänzlich verlassen ist. Sollte uns nicht darauf verlassen, dass das so bleibt. Infizierte könnten jederzeit auftauchen. Ich glaube, ich bin doch schon durch, oder? Kann das sein? Ich soll jetzt offensichtlich hier über die Mauer springen und ich glaube, dann geht's ab. Ja, deswegen auch die Werkbank da, quasi als Abschluss. Ich verstehe. Ah, okay, gut. Sind wir wohl doch schon durch. Nicht mal eine Karte haben sie hier platziert. Das wundert mich. Oder ich war zu blind und habe sie nicht gefunden. Keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt gibt's Stress. Oh komm, vorher noch einen Kaffee. Wie komme ich da hoch? Scheiße. So viele von diesen Arschlöchern. War doch klar. Halt durch, Tommy. Ich kann nur hoffen, dass wir Tommy lebend finden werden. Aber ich habe schon mal gesagt, ich würde nicht drauf wetten. Oh, was ist das für eine...
eklige Soße hier. Voll unnötig, dass ich da drin rumrenne, aber irgendwie hat's was. Also Atmosphäre ist in dem Game schon großartig. Neuer Tagebucheintrag. Mhm. Ich glaube die ganze rechte Seite hier, oder? Was mache ich hier? Wie kann ich? Wir sind doch gerade erst. Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt wird sie anders zu mir sein. Ich weiß es. Ich wünschte, ich hätte meine verdammte Maske nicht fallen lassen. Wann hat sie herausgefunden, dass sie schwanger ist? Wo waren wir vor ein paar Wochen? Buizen? Ich weiß noch, dass sie in Kennewick gekotzt hat. Das ist zu viel. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Die Übelkeit. Wie müde sie dauernd ist. Scheiße, Dina. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mir nicht vertraut? Aber hast du ihr vertraut? Was soll ich tun? Zum Umkehren ist es zu spät. Ich muss die ganze Sache einfach so schnell wie möglich beenden. Also, ich kann es ja verstehen, aber ich glaube, wir haben größere Probleme als diese Herzschmerzthemen. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch Dina, dass sie dann nicht sofort mit rausgerückt ist. Zumal es ja auch nicht sicher ist, dass sie es schon wirklich lange weiß. Ja, also, bin keine Frau offenbar, ne? Also, warte. Nee, leider. Wenn ich aber eine wäre, ich würde auch bis zuletzt warten, weil das ist halt ein Riesenthema. Du kannst nicht einfach sagen, ich bin schwanger und dann letztlich bist du vielleicht doch nicht. Und für so einen Partner, den du gerade erst kennenlernst, schwieriges Thema. Du solltest schon früh rausrücken damit, aber nicht zu früh. Also sollte sie wirklich sicher sein. Ja, ganz, ganz heikel. Boris, Wolves sind ins Fedra Hauptquartier eingebrochen und haben die Namenslisten gefunden. Sie sollen bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen, unter neuem Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Alfie nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Kraul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt. Yolanda. Der lebt doch bestimmt auch nicht mehr, oder? Ja, Alfie. Ist aber auch irgendwie ein süßer Name für so einen Hund. War doch ein Hund, oder? Doch, bestimmt war es ein Hund. Alle Amis haben Hunde. Sagte er, während er zwei hat. Was war das gerade? Ich glaube, irgendein Belichtungsfehler. Okay, nicht so schlimm. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich hier jetzt vielleicht in eine verbotene Zone gerate. Warte mal, lieber nochmal zurück. Ich möchte nicht angegriffen werden, bevor ich nicht alles gesehen habe. Oder ist es doch nur dieses eine Haus? Nee, Moment. Hier ist noch was. Oder? Also ich komme da auf jeden Fall rein. Muss halt die Scheibe einschlagen, aber hey. Ist glaube ich auch nicht mehr so tragisch. Flintenmunis voll. Okay, jetzt sind wir wirklich im Luxusbereich angelangt. Ach, da war eine Karte. Lol. Ja, ich habe einfach permanent auf Looten gedrückt. Da haben wir einen Magier. Shahir the Sorcerer. Echter Name, Shahir Nassar. Intelligenz 60, Muskelkraft 80. Zugehörigkeit keine. Shahir war ein hochdekorierter Kriegsheld und Sanitäter in einer kuwaitischen Kampfeinheit, bekannt für seinen Mut in der Schlacht und seine Selbstlosigkeit. Als er eines Tages bei einem Luftangriff einen geheimnisvollen alten Mann rettete, schenkte dieser ihm zum Dank einen kleinen goldenen Talisman. Zu Shahirs großer Überraschung gewährte das Schmuckstück ihm die Fähigkeit, Sand zu manipulieren. Shahir setzt seine neue Fähigkeit ein, um seine Verbündeten durch kurzlebige, aber undurchdringliche Festungen aus Sand zu schützen. Und wenn er sich mit Candelabra zusammentut, mit tödlichen Scherben aus Glas. Ja, ich glaube, der wäre ein Fortnite-OP. Oh, noch eine Schere. Das Spiel will mich triggern, oder? Oder habe ich irgendein anderes Upgrade verpasst, wofür man die Scheren braucht? Boris, wo sind wir hier nur hineingeraten? Die Wolves sollten alles besser machen. Das Militär hat alle Vorräte gehortet.
hat bestimmt, was wir sagen dürfen und was wir tun sollen, und bisher machen die Wolves genau dasselbe. Und jetzt sollen auch noch alle ins Stadion umziehen. Was? Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich habe hier den Ausbruch überlebt. Ich ziehe nicht in ein Flüchtlingslager, in dem mir irgendein Arschloch sagt, wann ich mir den Hintern abwischen darf. Das hier ist mein Zuhause. Wir brauchen einen Plan. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Uli. Ey, ich fühle Uli komplett. Ich würde mir auch nichts sagen lassen. Vor allem, das sind ja solche diktatorischen Regeln hier. Würde ich mir auch nicht bieten lassen. Nun gut. Dann gucken wir jetzt noch in den Kaffeeladen rein. Vielleicht finden wir da noch ein paar Bohnen. Wäre supi. Aber bei... Ellie mag ja keinen Kaffee, ne? Ja, komm, dann überlass ihn mir. Also, ernsthaft. Du musst ja nicht. Ist ja deine Sache. Nichts mehr zum Fuden? Oh, belastend. Was? Die Tür ist zu? Wie das denn? Da waren wir doch schon, oder? Ah, habe ich vergessen, die Tür zu öffnen? Ich meine, da waren wir schon. Papier voll. ach nee, ich bin ja hier zurückgewichen. Das war ja diese Zone mit der Leiter. Ah ja, genau. Okay, und da war wohl noch eine Tür. Und die habe ich nicht gesehen oder nicht geöffnet, wie auch immer. Oder? Wie ist das denn? Wie komme ich denn da rein? Hm? Okay, das ist verwirrend. Muss es eine andere Möglichkeit geben? Irgendwas verschieben? Ah, da ist ein Schacht. Alter. Eklig. Aber richtig eklig. Egal was da ist, es wird sich nicht lohnen. Wahrscheinlich eh wieder nur eine Schere und ein Tuch. Kühlschrank, den ich nicht aufmachen kann. Als ob. Okay, erstmal die Tür aufmachen. Ja gut, ein paar Schrauben. Aber auch die werden vermutlich nicht reichen. Blindenmuni. Und sogar ein Medikit. Alter. Aber ich habe volle Leben, ne? Na gut, dann muss ich wohl leider verzichten. So weh es auch tut. Wir sind halt zu gut. Ja, aber echt so, die einzigen beiden Tote, die es bisher gab, die waren halt einfach nur unnötig. Aber ich sollte das nicht zu früh callen. Das Spiel wird natürlich auch immer schwieriger. Und ich glaube, Tode werden sich noch häufen. Vielleicht sogar jetzt. Ich glaube, jetzt kommen Infizierte, oder? Nein. Wir halten die Stellung, bis wir was hören. Die Hunde! Auf, falls er hier langkommt. Da ist was. Scheiße. Fuck. Gut, Mädchen. Hol ihn hier. Okay, ich kann seine Fährte sehen. Was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Ja, was mache ich jetzt? Sorge dafür, dass Hunde deine Spur verlieren, indem du dich entfernst oder sie ablenkst. Ablenken? Das kann ich. Okay. Und jetzt? Ah, da kann ich raus. Ich weiß aber jetzt nicht, ob in dem Haus noch was war. Ich sehe nichts. Oh, fuck. Scheiß drauf. Ich glaube, selbst wenn hier irgendwo was ist, dann ist es nur Munition. Ich will hier durch, einfach nur. Weil, wenn mich die Hunde orten, boah, dann wird's richtig bissig. Und ich muss sie killen. Aber ich will es natürlich vermeiden. Was ist denn hier los? Von wem werde ich denn gesehen? Ich höre irgendwie Schritte. Das muss der Gegner hier sein. Oh, fuck, kommt der hier raus?
Also ich mache jetzt jedenfalls nicht die Tür auf. Ja, ich glaube... Wir kriegen Besuch! Was war das für ein Schrei? Oh, eine Axt! Die hat eine Axt! Geil! Könnte ich die ja jetzt theoretisch upgraden, oder? Na komm, yalla. Wir haben das noch nie gemacht, ich mach's jetzt einfach mal. Bam. Nice. Fuck, noch ein Köter. Ich meine Hundi. Ganz, ganz braver Hundi, der tut doch nichts. Der will doch nur spielen. Oh, muss ich da jetzt raus? Really? Als ob es keine andere Möglichkeit gibt. Vor allem, wo soll ich denn überhaupt hin? Oh, damn it, Bro. Da, die rote Tür. Alter, was ist denn das für ein Grafikbug schon wieder gewesen? Also die Zone ist ein bisschen buggy noch, ne? Ich weiß es nicht, wo ich hin soll. Ich versuch's einfach mal bei der roten Tür. Ja, toll. Jetzt konnte ich zwar den einen ablenken, aber den anderen nicht. Und der kommt jetzt. Sie kommen von beiden Seiten sogar. Ich bin erledigt, Leute. Bin erledigt. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich muss jetzt einfach killen, weil wir werden eh erwischt. Ich hab ihn. Yep. Hinter dem Schacht. Okay, ich hab ein paar Steinchen. Oh, da geht's aber wirklich rein, da geht's wirklich rein. Mach auf! Nein, der Hund! Der Hund! Kann man sich denn hier nirgends verstecken? Fuck this! Aber come on, sie waren auf beiden Seiten, was sollte ich denn tun? Nicht nachlassen! Verstanden! Die wissen aber nicht genau, wo ich bin, ne? Nein. Los, schnapp sie dir! Doch. Oh! Frauchen ist Matsch! Nein, 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 lass den Hund! Ah, ich sterbe. Ich muss ihn töten. Es tut mir leid. Es tut mir leid, sonst bin ich tot. Mann, ich wollte mich heilen, Alter. Ach, so eine Scheiße. Ich hab's gesagt, das war klar. Das war klar, dass ich sterben werde, wenn ich vorher so große Töne spucke. Aber was war denn das, Mann? Es kamen doch von beiden Seiten welche. Was sollte ich denn da tun? Und ich muss ja offensichtlich auf die andere Seite. Aber warum... Warum konnte man denn nur den einen ablenken, ey? Ja, gut, toll. Hätte ich gewusst, dass die hier so weit hierher kommt, hätte ich natürlich abgewartet. War das da hinten aber auch keine Möglichkeit, dich irgendwie zu verstecken? Das war echt gemein. So, jetzt müssen wir den einen Hund noch irgendwie ablenken. Los, Junge. Jetzt hoffe ich halt, dass er wirklich nicht hier um die Ecke kommt. Doch! In diese Richtung! War vielleicht ein bisschen naiv. Aber ich hatte gehofft. Schnapp sie dir! Tschüss! Alter, da ist ja noch einer! Ja, töte sie! Oh mein Gott!
Okay. War vielleicht einfach von vornherein dumm. Ich dachte, Steinschmeißen reicht völlig aus, aber natürlich merkt der Hund, dass ich mich da um die Ecke versteckt habe. An sich wäre es auch von vornherein besser gewesen, hier ins Haus zu gehen. Also ja, das habe ich jetzt komplett versaut. Achso, das war das Haus, wo ich schon war. Wurde ich jetzt schon wieder gewittert? Ernsthaft? Also ich gehe da viel zu rabiat vor. Jetzt muss ich es halt wirklich mal klüger machen. Oh nein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Los, schnapp sie dir! Jetzt wurde ich halt ernsthaft durch diese scheiß Lücke da gesehen. Nein! Oh, da ist ja noch einer. Also jetzt bin ich rigoros. Der Hund verfolgt mich. Der Hund verfolgt mich. Der Hund soll mich in Ruhe lassen. Fuck. Er kommt. Ich hab nichts zum Werfen. Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss sie alle killen, es tut mir so leid. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte das alles nicht. Nein. Schnell mach auf. Aber was ist denn das für eine scheiß Dreckstür? Die lässt sich nicht öffnen. Es ist unglaublich. Also musst du da wirklich völlig undercover ankommen, sonst lässt sich die Tür nicht öffnen. Alles klar. Nee, mit den Hunden komme ich nicht klar. Die sind zu krass. Aber ich fand den ersten Versuch eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum der so schief ging. Der ist halt Real Talk nicht so schlecht. Nur ich hätte halt von hier noch einen zweiten Stein vielleicht schmeißen sollen. Was ist das? Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier rüber. Und keine Ahnung, ob ich dann wieder entdeckt werde. Wenn, dann bin ich tot. Da verarscht uns jemand. Los, geht die ganze Straße ab. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Ich glaube, sie hat was. Hast du eine Spur? Ja, toll. Damit bin ich... Ja, super. Kommt der andere von vorne? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Es tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung. Du kommst da nicht... Kommst da nicht ohne Entdeckung durch. Das ist unfassbar. Nimm die Flasche mit. Also es sind noch zwei Hunde, oder? Ja, er weiß auf jeden Fall Bescheid. Mädchen! Nicht weglaufen lassen! Ah. Oh, der ist wieder hinter mir her, der Hund. Ich werfe einfach mal was. Hoffe, dass das reicht. Nein.
Verflucht! Hörst du? Bin schon dreimal gestorben. Sie ist in die Gasse! Bitte lass mich jetzt einfach durch. Komm. Mach auf! Los! Ja, wie lange dauert das denn noch? Dieser scheiß WLF. Ich weiß schon, warum ich Katzen lieber mag. Thank you.